möchte ganz herzlich hier begrüßen. An der Spitze natürlich unseren Oberbürgermeister Herrn Dette, unseren Wirtschaftsdezernenten Herrn Sendler, Herrn Wiehand vom Magistrat und unseren Sozialausschussvorsitzenden, der ja hier dem Stadtteil besonders verbunden ist, der Hans Litzinger, und hier den Chef der Caritas, der ja hier auch tätig ist. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht, und Hintergrund ist ja der Umstand, dass die Halle in einer Weise genutzt wird, mit der man zu Beginn nicht rechnen konnte. Die Halle selbst hat eine Fläche von knapp 1000 Quadratmetern, jetzt kommen nochmal 165 Quadratmeter dazu, insbesondere ein Gymnastikraum von etwa 100 Quadratmetern, anständige Toiletten und nur ein Gruppenraum. Und ich glaube, dass das der Halle und der Nutzung weiterhin sehr gut tun wird. Wir wissen ja, dass das Projekt durch die soziale Stadt gefördert wird. Von den Gesamtkosten von 450.000 Euro werden ca. 270.000 Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Und ein weiterer Einsparungseffekt ergibt sich dadurch, dass wir bei dem Kindergarten, der ja hier erweitert wird, auf den Bewegungsraum verzichten konnten. Die Kinder werden dann auch hier ihren Sport machen. Und das ist eine wirklich sehr glückliche Fügung und auch ein guter Synergieeffekt. Ich hoffe, dass es hier mit dem Stadtteil so weitergeht wie bisher. Und da sind Sie ja, Frau Schneider, besonders berufen, das zu fördern und zu machen. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung war, hier das Projekt Soziale Stadt hier anzustoßen. So, damit soll es sein Bewenden haben. Jetzt gebe ich das Wort weiter an unseren Oberbürgermeister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich in vielfältiger Weise bedanken dafür, dass dieses Projekt jetzt hier auf den Weg gebracht werden konnte. Bürgermeister Lattermann hat schon darauf hingewiesen, dass wir ja hier im Projekt Soziale Stadt mit tätig sind. An dieser Stelle auch nochmal mein Dank an den Bund und das Land, dass eine solche Förderung hier für diesen Stadtteil realisiert werden konnte. Diese Halle, die ja eine Historie hat aus der Bundeswehr mit heraus und wo ja zu dem damaligen Zeitpunkt, als die Konversion begann in der Mitte der 90er Jahre, noch intensiv darüber diskutiert wurde, lassen wir sie stehen, reißen wir sie ab, kommt was anderes mit hin, hat sich inzwischen, denke ich, als Treffpunkt gerade für junge Menschen in hervorragender Weise bewährt. Das liegt natürlich auch daran, dass Verantwortliche da sind, sei es etwa vom Tanzsportverein, aber auch durch die Betreuungsorganisationen, die hier was veranstalten und was durchführen. Das ganze Thema Hip-Hop ist, glaube ich, eng mit dieser Halle verbunden. Und wenn ich an die vielen Veranstaltungen denke, die hier schon umgesetzt worden sind, trägt sie mit dazu bei, dass gerade Kinder, Jugendliche, Heranwachsende die Chance haben, sich intensiv sportlich zu betätigen und damit über das Maß einer vereinsgebundenen Tätigkeit auch ein offenes, freies Angebot erhalten. Und deshalb ist dieser Anbau sicherlich richtig, der die gesamten Möglichkeiten für diese Halle verbessert und darüber hinaus noch Synergieeffekte mit dem Kindergarten kreiert. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die im Bereich der sozialen Stadt, sei es des Beirates, aktiv sind, bei den Parlamentariern, aber auch bei den ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen, bedanken, dass sie Leben in diesen Stadtteil mit hineinbringen, denn ohne solche ehrenamtliche Angebote würde vieles hier nicht stattfinden können und würde auch letztlich der soziale Zusammenhalt, den wir uns wünschen in einem Stadtteil, der ja durchaus auch geprägt ist von vielen Mehrgeschosswohnungen und damit verbundenen auch sozialem Anspruch, nicht möglich sein. Und ich denke, da sind wir hier schon auf einem guten Weg. Ich wünsche dem Bauvorhaben einen guten Abschluss, fristgerecht und auch innerhalb des Finanzrahmens, und hoffe, dass wir dann im Herbst hier erste Aktivitäten gemeinsam erleben dürfen. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf. Das ist natürlich nicht. Aber dicken Bogen hier.